Hallo liebe YLs, UMs und SWLs, willkommen zum wöchentlichen DD0OL-Codec. Das Thema des heutigen Videos ist das Automatic Package Reporting System, abgekürzt APRS. Und in der Abkürzung APRS steckt in der Mitte PR drin, Packet Radio, und das ist tatsächlich das, worauf APRS zurückgeht, das Packet Radio System der 80er, 90er Jahre, die Übertragung von Datenpaketen mit 1200 BPS in AFSK moduliert. APRS heute dient zu mehr als nur Texte zu übertragen. Man kann auch Positionsdaten damit übertragen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Damit bin ich auf dem Weg zum Field Day, sehen die anderen, wo ich mich gerade befinde. Bin ich in der Fuchsjagd unterwegs, habe ich das Gerät dabei und kann nachher nachvollziehen, wo ich denn überall war. Natürlich lassen sich mit APRS auch E-Mails übertragen. Es werden auch Wetterinformationen übertragen. Relaisfunkstellen senden ihre Daten aus, beispielsweise die Frequenz, oder kündigen Wartungsarbeiten an, in denen der Repeater nicht verfügbar ist. Und was es auch gibt in den USA, mehr als hier in Europa, sind Wetterwarnungen, die auch per APRS verschickt werden. Das System funktioniert so, dass man mit dem Gerät und aktiviertem GPS-Empfang sich bewegen kann, und regelmäßig wird dann eben diese Position ausgestrahlt, auch mit anderen Informationen noch dazu, natürlich auch das Rufzeichen. Das wird von DigiPedern empfangen und in einen zentralen Server oder Servernetzwerk eingespielt, und dort ist es dann von anderen Stationen auch abrufbar. Wir werden das später noch sehen. Was das DHD74 betrifft, muss man, bevor man anfängt, einige Grundeinstellungen machen. Die meisten Einstellungen sind schon sinnvoll. Man kann fast damit anfangen. Was natürlich wichtig ist, keine Aussendung ohne das eigene Rufzeichen. Das trifft dann auch für APRS zu. Und deswegen ist, nachdem man im Menü 400 selbst den GPS-Empfang eingeschaltet hat, gibt man im Menü 500, das sind diese APRS-Einstellungen, das eigene Rufzeichen an. Wie ich das hier mache mit DD0UL-9, diese Abkürzung oder diese Erweiterung, die kennen bestimmt viele noch aus den Packet-Radio-Zeiten. Was sich einstellen lässt, ist, mit welchem Symbol die Station versehen wird, wenn man sich bewegt, beispielsweise als Fußgänger irgendwo, oder man ist mit dem Auto unterwegs, oder man ist mit der Bahn unterwegs, hier mit dieser schönen Dampflok, oder man ist in der Kirche, vielleicht macht man dann wenigstens den Ton aus. Und es gibt auch ein Symbol für die ISS, und es ist nämlich auch möglich, mit der ISS Verbindung aufzunehmen, mit APRS. Die Entfernung ist mit 200, 300 Kilometer gar nicht mal so groß, es geht einfach durch die freie Luft, deswegen ist es gut möglich. Für das Band empfehle ich, APRS auf das A-Band zu legen, also diesen oberen VFO, der im Display angezeigt wird, denn das B-Band kann ja sehr viel mehr. Das ist ein sehr viel leistungsfähigerer VFO mit anderen Modulationsarten, mit anderen Frequenzbereichen, und da wäre es schade, diesen B-VFO mit dem relativ simplen APRS-Signal zu belegen auf 14, also auf 144.800 MHz in FM. Und da vergibt man sich ein bisschen was. Der Abklingmodus ist erklärungsbedürftig. Mit dem aktivierten Abklingmodus lässt sich ein bisschen Energie sparen. Wenn ich mich bewege irgendwo, wird regelmäßig die Position neu übertragen. Bewege ich mich nicht, wird die Position auch übertragen, obwohl sie sich nicht geändert hat. Und dieser Abklingmodus sorgt dafür, dass, wenn ich mich nicht bewege, diese Position eben immer seltener übertragen wird. Und das spart Energie, wenn dann einfach seltener gesendet wird. Die Geschwindigkeit lässt sich übertragen oder eben auch nicht im Menü 514, und dasselbe gilt für die Höhe im Menü 515. Ob man es überträgt oder nicht, das ist Geschmackssache und vielleicht auch von der einzelnen Anwendung abhängig. Ist alles eingestellt, kann mit Shift 5, also auf APRS, der APRS-Modus aktiviert werden, eben für das Band A, wenn es entsprechend konfiguriert wurde. Und in dem Augenblick, in dem ich die Barke einschalte, mit dem Fingerdruck auf die Taste Nummer 6, geht sofort
Das Signal raus wird empfangen von einem Digipeater, der es auch wieder ausstrahlt. Und in den nächsten vier Bildschirmen hier sehen wir, was alles empfangen wurde, nämlich das Rufzeichen und die Position, meine Position, die Höhe, die Geschwindigkeit mit 0 und auch die Richtung, in der sich dieses empfangene Signal aus der Sicht des Digipeaters befindet. Mit eingeschaltetem APRS-Transceiver kann ich mich also bewegen. Dieser Screenshot zeigt, wie ich durch Nürnberg, durch die Altstadt von Nürnberg unterwegs bin bzw. war. Und der Screenshot wurde gemacht von APRS-FI. Das ist eben einer dieser Server, die sich die Informationen aus einem zentralen Server holen, aus dem Internet, und das dann auf einer Google Maps Karte anzeigen können. Das war's für heute mit den Grundgedanken und den Grundkonfigurationen zu APRS. Im nächsten Video geht es um die Konfigurationssoftware für das THD-74, was es alles gibt und was man damit machen kann, nur um das Gerät selbst zu konfigurieren. Bis dahin wünsche ich euch viele spannende QSOs, eine schöne Zeit, 73, und bis bald. Bye, bye.